Vlog hari ini kita hunting Wohnung atau apartemen di Braunschweig. Jadi rencananya tadi kan rumahnya di Wohnungnya di Wolfsburg, sekarang ke Braunschweig. Nyebrang dulu. Tempat Wohnung yang kita tuju sekarang itu sekitar 20 menit dari Hauptbahnhof-nya, Bro. Kita lagi cari-cari. Mungkin lewat sini kali ya, coba. Masih cari-cari, nggak tahu di mana. Coba ya, kita telusuri. Masih cari-cari, ya ampun dingin banget. Tuh lihat. Ini merah skriput. Dingin. Masih cari-cari guys, belum ketemu. Wohnungnya banyak ya, tuh lihat. Wohnungnya banyak tuh. Kita udah temu janji. Kayaknya ketemu nih, masuk ke sini. Terus ini dapur di tengah-tengah. Ini nanti buat mesin cuci. Ini mesin, oh kirain mesin cuci piring. Oh ini mesin cuci piring. Der Parkplatz, Sie brauchen sich um nichts kümmern. Ah, okay. Das ist allerdings nur von Vormieter, eigentlich zum 1.3. zustande kommen könnte. Mhm. Und dann melden wir uns bei den Interessenten und fragen, ob noch Interesse besteht. Ah, okay. Und sagen die dann ja, den ersten, den wir fragen, dann kriegt er die Wohnung. Ah, okay. Ja. Aha. Wenn aber vor Ihnen dann keiner mehr über ist, dann könnten wir auf Sie warten. Ah, okay. Sie und sind im Moment an sechster Stelle. Sechster Stelle. Genau. Ach so, das heißt, wenn ich das nehme, auch muss ich auch warten. Müssen Sie sich warten bis Ende des Monats, bis Ende Februar, ob wir Ihnen zusagen, genau. Ach so, okay. Genau. Also, wir sammeln quasi die Bewerber und dann gucken. Gue gak ngerti guys, mereka ngomong apa. Kalau ngerekam kan gak enak. Im Moment. Jadi, gini aja deh. Jadi lagi tanya-tanya soal bunganya, soal pembayarannya, soal proses-prosesnya. Ah, okay. Also wirklich nur klein, ne? Eins. Genau, und dann kommt da so ein Schloss davor und dann, genau, Kartons und dann Fahrrad oder, genau, im Juni. Im Juni. Jadi bulan Juni ada dapat keller barang-barang, cuma 1x1 meter. Keller lagi. Das ist schon inklusive in mir. Genau, das kommt dann nicht extra, das ist okay. Mesin cuci mau sendiri ya, nggak usah kita ngecek. Enggak, mesin cuci dapat dari dia. Oh, dapat baru ya. Also wir haben die Wohnung zweimal, ich würde Ihnen einmal die andere noch zeigen, weil in der anderen steht die Waschmaschine. Ah, okay, ja? Super. Ja. Okay. Ja, ob sie gedacht ist, gibt es eine Wohnung. Das ist dieselbe Wohnung, fast. Sie ist 3 Quadratmeter kleiner und deswegen kostet sie 10 Euro weniger. 10 Euro weniger, genau. Ja, also 760. Nein, das ist nicht so schön. Genau, nur dass sie hier die Waschmaschine haben, da steht sie, auch wieder der Kühlschrank, die drüben, aber sie haben hier die Baustelle. Ah, hier? Genau, hier ist die Baustelle. Baustelle, ja. Haben wir natürlich hier. Tapi paling nggak pemandangannya oke lah, nggak ketutup. Das heißt,
muss warten bis Ende Februar. Genau. Und dann, wenn niemand das genommen hat, genau. Sie werden mir angerufen, genau. Ob ich interessiert oder nicht. Genau. Ob ich das dann angreife. Genau. Aber an die E-Mail-Adresse müssen Sie das dann zurückschicken. Ah, okay. Und die machen ein Foto und dann genau. Sie das. Genau. Und dann dort sammeln wir alle diese Anfragen. Ah, okay. Genau. Gimana? Tadi ada 11 tempat kamar yang kosong. Kita aja ngobrol biasa. Masa kamera banget. Tadi edit ke depan aja ngobrolnya. Biasa. Ada 11 kamar yang kosong. Tadi diunjukin 2. Dari semua yang lihat kita urutan ke-6. Jadi ntar mau dilihat dulu kalau yang 5 orang pertama yang enggak ngambil baru kita ditanya kita mau ambil apa enggak. Tapi kemungkinan sih harusnya dari 11 yang kosong harusnya sih dapat. Tapi dari Wonung tadi emang gak bisa ada tamu ya? Kita kalau tamunya mau pipis masuk kamar. Iya. Kalau kamarnya di depan. Ini cuma satu ya. Mau lewat ya kan? Mulau, jadi mau gak mau. Jadi kalau misalnya ada yang mau langsung nyewa lebih cepat dari kita ya kita gak dapat. Kalau kita nentuinnya kita mau 2 bulan kemudian baru nyewa tempat itu. Ya rugi ya kita nggak dapat siapa yang lebih nyentuhin dia sih. Dia lihat orang juga kali ya rasis gak? Oh ini suami istri ini masak mulu. Oh iya ke dapur. Oh ini single lebih gampang juga aja dari yang kosan yang sekarang itu kayak gitu. Mana yang kosan kita yang sekarang itu kayak gitu. Jadi rasis kalau orang nggak mau karena udah pernah pengalaman bau. Masaknya bau. Lu masa kayak kebakar? Ya udahlah. Ini bangunan yang tadi nih. Itu tadi itu ya? Iya. Ini depan pohon sini nih tadi. Tuh, ini bangunan yang tadi tuh. Udahlah sekian. Kita cari-cari lagi. Kali ada yang cocok.